Cyberport präsentiert das Asus Zenfone 10. Mit den Modellen der Zenfone-Reihe hat es Asus geschafft, sich in einigen Punkten von der Konkurrenz abzusetzen. Das sind zum Beispiel das kompakte Design und der Fokus auf schnelle und intuitive Bedienmöglichkeiten. Wie sich das neueste Zenfone 10 in unserem Test schlägt, erfahrt ihr jetzt. Die technischen Daten. Das Zenfone 10 ist 14,6 cm hoch, 6,8 cm breit und 0,9 cm tief. Insgesamt liegt das Smartphone mit 172 Gramm in der Hand. Der Bildschirm kommt mit 5,9 Zoll Bilddiagonale und einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln daher. Im Gehäuse werkelt ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 8-Kern-Prozessor, der mit einer Taktrate von 3,2 GHz arbeitet. 8 GB Arbeitsspeicher runden das Paket ab. Für eure Daten und Anwendungen steht in unserem Testmodell 256 GB interner Speicher bereit. Die Zenfone-Reihe bleibt ihrem Design auch in der neuesten Auflage treu. Displayränder und der dunkle Metallrahmen gehen fließend ineinander über und verleihen dem Zenfone 10 seinen charakteristischen Look. Auch das Dualkamerasystem mit großen kreisrunden Linsen ähnelt dem des Vorgängermodells. Die Rückseite aus angerautem Kunststoff fühlt sich gut an. Bei den Farben Rot, Weiß und Grün besteht sie sogar aus biobasierten Polycarbonaten, also einem Kunststoff aus bestimmten recycelten Lebensmittelresten. Dank der IP68-Zertifizierung machen Staub und Regenschauer dem Smartphone nichts aus. Mit 172 Gramm und einer Kantenhöhe von 9 mm liegt es angenehm in der Hand. Klasse gemacht! Das AMOLED-Display misst 5,9 Zoll und wird durch Gorilla Glass Victus geschützt. Das verbaute Panel löst mit 1080 x 2400 Pixeln in Full HD auf, bietet euch kräftige Farben und gute Kontrastwerte. Das sorgt in Verbindung mit der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz dafür, dass Videos und Streams besonders gut zur Geltung kommen. Beim Zocken sind sogar bis zu 144 Hertz drin. Mit einer Pixeldichte von 446 ppi wirkt alles jederzeit schön scharf. Die maximale Helligkeit liegt in unserem Test bei rund 820 Nits, was kein Spitzenwert ist. Dennoch lassen sich Bildschirminhalte auch bei Sonneneinstrahlung noch gut ablesen. Insgesamt ein gutes Ergebnis. Werfen wir einen Blick auf die Performance. Im Zenfone 10 kommt ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor zum Einsatz, der mit 8 Kernen arbeitet. Unterstützt wird das Paket in unserem Modell von 8 GB Arbeitsspeicher. Maximal 16 GB sind erhältlich. Damit kann das Smartphone mit den Premium-Modellen Schritt halten und macht euch keine Probleme bei Apps, alltäglichen Anwendungen oder Multitasking. Für mobiles Gaming ist das Zenfone ebenfalls gut gerüstet. Dazu tragen der Qualcomm Adreno 740 Grafikchip und die ausgezeichneten Bildwiederholraten von bis zu 144 Hertz bei. Selbst bei neuen Spieletiteln aus dem Google Play Store erreicht ihr Framerates von bis zu 60 FPS. Als Betriebssystem finden wir das vorinstallierte Android 13 vor. Versprochen sind 2 neue Versionen und 4 Jahre Support für Sicherheitsupdates. Daten sind auf dem 256 GB großen Speicher dank der UFS 4.0 Speichertechnologie merklich flinker übertragen als beim Zenfone 9. Absolut spitze! Bei den Bedienelementen darf die praktische Zen-Touch-Steuerung nicht fehlen. Dazu stattet Asus den Power-Button wieder mit einer Touch-Oberfläche aus, die ihr neben der Nutzung als Fingerabdruckscanner zur sicheren Entsperrung mit verschiedenen Gesten belegen könnt. Darüber liegt die Lautstärke-Wippe. Auf der Unterseite befinden sich Lautsprecher, USB-C 2.0-Anschluss, ein Mikrofon und der Einschub für die Dual-Nano-SIM-Karten. Auf der Oberseite sind ein weiteres Mikrofon und eine 3,5 mm Audiobuchse untergebracht. Die sehen wir heutzutage selten. Neben 5G-Mobilfunkstandard bietet das Zenfone 10 Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3. Absolut spitze! Zu den Kameras. Die Frontkamera sitzt in einem Punchhole. Neben 32 Megapixeln bietet sie einen Sensor, der eure Selfies bei Lowlight verbessert.
Das Kamerasystem auf der Rückseite besteht aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera mit Blende f1.9 und einer 13-Megapixel-Ultraweitwinkellinse und einem 120-Grad-Sichtfeld. Das Ergebnis sind farbstarke Aufnahmen, die lediglich bei schlechtem Licht ein wenig im Dynamikumfang schwächeln. Eine separate Zoomlinse ist zudem nicht verbaut, weshalb ihr von zu starken Vergrößerungen absehen solltet. Abseits davon bekommt ihr aber solide Fotos mit vielen Details, die mit Hilfe der verbauten KI gezielt verbessert werden. Auch RAW-Aufnahmen lassen sich speichern. Einen guten Job macht die Weitwinkellinse, wirkt insgesamt allerdings etwas unschärfer. Videoaufnahmen sind in bis zu 8K drin. Die überarbeitete Bildstabilisierung sorgt für stabilere Kameraschwenks. Ein gutes Ergebnis. Der 4300 mAh Akku hält beim Surfen etwa 14 Stunden durch. Je nach Nutzung und reduzierter Helligkeit könnt ihr dann auch die ein oder andere Stunde gut machen. Das Zenfone 10 kommt mit Schnellladefunktion und kabelloser Qi-Ladefunktion. Im Lieferumfang enthalten sind ein 30-Watt-Adapter und ein USB-C-Kabel. Daumen hoch! Unser Fazit: Das Zenfone 10 ist eine gelungene Weiterentwicklung des Vorgängers. Zwar ist das Smartphone nicht in allen Bereichen auf Flaggschiff-Niveau, überrascht jedoch mit einer starken Performance, sogar beim Gaming. Die cleveren Bedienfunktionen sind ein klarer Vorteil und auch das schicke, handliche Design wird vielen zusagen. Kamerasystem und Akku sind grundsolide, könnten für derzeit ab 800 Euro aber noch stärker sein. Insgesamt vergeben wir gute 4,5 von 5 Cyberstars.